Ach nee. Nein, ich will nicht aufwerten. Ich lasse es einfach mal so. Ich behalte mir mal ein bisschen Mana in Reserve über. Wer weiß, was kommt. Ein O. Ah. Gut zu wissen. Gib mir mal bitte das Mana hier. Danke. Tötet. Deine Harpunen schießen sogar von hier hinten, also da sollte überhaupt okay, nichts. Ich bin tot. Oh, was? Doch nicht. Aber ich war schon kurz davor zu sterben. Hast du es mal wieder übertrieben, was? Ja, kannst du es ruhig zugeben? Nein, sehe ich auch nicht ein. Sag mal, von wo kommt eigentlich der Oger? Von unten. Fuck. Du, ich glaube, der Oger ist schon tot. Oh. Okay, jetzt kommt von hier oben noch einer. Der schmeißt seine komischen grünen Kotzebälle. Wird er zusammengemobbt? Ja, er wird zusammengemobbt. Sehr gut. Erledigt. Tschüss. Boah, ich bin voll. Ups. Feinde? Achso, wir waren. Yay. Ach, das war noch gar nicht die letzte Welle. Nein, die letzte Welle kommt jetzt. Ja, boah, ich gerade vollkommen. Keine Kristalle mehr. Jetzt habe ich die falsche aufgewehrt und so ein Mist. Egal, ich bin fertig. Okay. Und mein Bein bringt mich mal wieder um. Ist es wieder der Pfeil? Ja, der Pfeil im Knie. Die alte Kriegswunde. Ja. Du wolltest ja auch mal Dungeon Defender werden, aber dann hast du einen Pfeil ins Knie bekommen. Ja. Nicht? Doch. Genau so war's. Hui. Du hast deine Truhe vergessen. Ja, ist egal. Oh, da will das Mana nicht. Ja. Hält sich wohl für zu fein fürs Mana. Ja. Der werte Herr ist sich wohl zu fein, um das Mana aufzusammeln. Ja. So, meine wertvollen Tötungsmaschinen. Tötet! Tötet! Oh scheiße, das wird sowas von schief gehen. Oh. Hm. Was hat mich da jetzt getötet? Hm, egal. Haha, da dachte er, er könnte über die Falle hinwegspringen. Gut. Ja. Hat er gedacht. Ja. Hat er auch geschafft. Er wurde eines Besseren belehrt. Oh, wie es hier abgeht, ey. Ich liebe das. Oh, da hinten kommt ein dicker Oger. Hier, Harpune, nimm mein Mana und töte. Töte. Jetzt verschenkt er sein Mana auch noch. Ja. Meine Fallen kriegen gar kein Mana von mir. Sie müssen sich erstmal verdienen. Boah, du musst erstmal was leisten. Yeah, tot. Hier hat auch keiner mein Mana geschenkt. Hast ja nicht gefragt. Ich will auch gar kein Mana geschenkt bekommen. Ich habe immer noch meinen ersten selbstverdienten Mana-Brocken. Genau. Oh. Was ist los? Sag bitte, dass die Verteidigung hält. Ja, die Verteidigung hält. Muss mehr wegrennen. Okay, das hier wird schon nichts anbrennen, sagte er kurz bevor er überrannt wurde. Nee, ich hatte eben nur noch exakt einen Lebenspunkt. Das würde ich sagen, war gut kalkuliert. Ja, das war Absicht. Genau, das sollte so sein. Ja, genau so sollte das sein. Okay, jetzt kommen nur noch Vivon. Und du musst dir vorstellen, in dieser Welle kamen 8 Oger oder so. Nachhinein frage ich mich, ob wir das Level nicht doch schon geschafft haben. Denn nicht. Aber wir wurden auf jeden Fall mindestens einmal überrannt. Egal, jetzt haben wir es geschafft. Punkt. Genau. So, dann Auszeichnung wertvollster Held. Ha. Wertvollster Spieler habe ich bekommen. Bankier, Mechaniker, boah. Einwandfreier Sieg. Und Mana wurde zu meiner Bank geaddet. Tit.
Eher auf Heroik, wertvollster Spieler. Episch. Jo. So, dann mal auf zum letzten Level. Jo. Letzten Level. Zum Endboss. Yeah. Na gut, dass wir überhaupt nicht wissen, was gleich passieren wird. Ja. Völlig unerwartet. So. Oh, wir starten schon in Welle 5, wie schön. Wie immer. So, erstmal Kisten sammeln. Gut, ich sichere hier unten. Okay, wie letztes Mal. Hat ja so gut funktioniert. Relativ. Ist das? Ja, ich glaube schon. Ja, machen wir halt wie beim letzten Mal einfach. Wir lernen ja nicht aus unseren Fehlern. Hey, beim letzten Mal haben wir es geschafft. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das wäre mehr Glück als Verstand. Nein, das war voll skillmäßig. Ja. Das ist dein typischer Ausredespruch. Das ist dieser typische, ich habe abgelost, aber bin zu feige, es zuzugeben, Spruch. Fuck. Ich habe kein Problem damit zuzugeben, wenn ich verloren habe. Ich verliere einfach nur nie. Genau. So sieht's aus. Okay, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um... Ah, die war eigentlich scheiße platziert. Na egal, wird schon passen. Nein, nicht verkaufen. Aufstellen. Ach ja, Harpunen, wenn wir euch nicht hätten. Was sind Spuren hier oben noch? Nö, nimm die ruhig. Okay. Aber die hier muss ich nochmal verkaufen. Oh. Was denn jetzt? Top. Ja, ich bin gegen eine unsichtbare Wand gesprungen und in Lava gefallen. Schicksal. Kackspiel. Noobspiel. Noob-Team. So, mal gucken, wie es läuft. Ich hab bestimmt... hast du eigentlich gegen die Wyvern gesichert? Mach ich grad. Okay. Ich hab nämlich auch kein Mana mehr. Wenn nicht, müssen wir die Wyvern so... Sollte passen. Die Wyvern kommen ja auch noch nicht. Erst nächste Runde. Haben wir nicht gerade die Meldung bekommen? Vorsicht, Wyvern. Ja, und dann kommen sie eine Runde später. Okay. Sicher? Ja, das ist immer so. Okay. Ich weiß, das Spiel ist noch neu für dich. So wie das Internet Neuland für uns alle ist. Ja, genau. Ich finde es gut, dass du immer Rücksicht auf mich nimmst. Ja. Ich spiele ja nicht umsonst im Noob-Team. Ja. Ferorik versteht immer noch nicht, wie wir eigentlich zusammen spielen können. Er hält es immer noch für Hexerei. Vor allem Ketzerei. Ja, und Ketzerei. Ketzerei ist es auch. Es ist Verrat an Gott, dass wir zusammen spielen. Ah ja. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir miteinander spielen, ohne irgendwie im selben Raum zu sein, dann hätte er es irgendwie anders gemacht. Ja, dann hätte er es besser gelöst. Und vor allem hätte er keine 14-jährigen Kinder dran beteiligt. Hm. Außer Gott ist ein Penner. Ist er. Okay, ja, dann erklärt sich das auch. Weil nur ein Asozialer konnte das Internet erfinden. Ja, natürlich, die Asozialen haben das Internet erfunden, um auch mal große Nummern zu sein. Ja. Guck dir doch die ganzen Pro-Gamer an. Wahrscheinlich war der erste Post, der im Internet kam, war: Alter, ich fick deine Mutter. Ja, natürlich. Oder es war Noob. Ja, es war wahrscheinlich eher Noob. Noob-Team. Das war so der erste Post im Internet. Noob-Team. So, okay. 4 Harpunen, glaubst du, das reicht? Theoretisch müsste es reichen. Ich baue hier noch eine. Ja, aber das denkt dann, wir brauchen noch mindestens... Für den Boss. Ja, für den Boss brauchen wir noch mindestens 3 Harpunen. Aber andererseits, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Abwehreinheiten aufgebaut. Ich sichere hier jetzt die letzten freie Flächen.
Okay. Dann sollte es reichen. Weil, komm mal her. Warte. Die Harpunen sind ja hier, die hier stehen, sind ja nur die letzte Verteidigungswelle. Weil meine eigentliche Verteidigung ist ja hier. An diesem. Ich komme. Und hier stehen 5 Harpunen. Ja, ich kann ist okay. Ich werde noch was hinsetzen, also so ist ja nicht, ich bin ja nicht geizig. Nö, ist okay. Ich habe erstmal die Harpunen auf Stufe 1 aufgewertet und wenn ich merke, es reicht dann nicht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Vielleicht kann ich am Schluss, wollte ich schon sagen, später noch ein paar Abprallblockaden aufstellen. Jo. Jo. Okay. Willst du die Truhe dann noch holen bei dir? Nö, ja, kann ich, wenn ich schon mal hier bin. Oh nein, das war das voll mega epische Schwert und du hast es vernichtet. Ja. Hui. Weiß gar nicht, kam in diesem Level auch diese komischen... Oder? Achso, von dir da unten, bestimmt. Ja, ja, alles ganz locker. Hier ist das übelste Massaker gerade. Wo kommt der denn jetzt her? Wer? Hier kam einer auf deine... auf deine Harpune zu, wo ich hier gerade stehe, wenn du jetzt mal die Map aufmachst. Aber dass die da, lang von gehen... Von hinten oder von vorne? Nee, aus meiner Richtung. Ich ja, weiß aber jetzt... Von hinten oder von vorne? Im Schussfeld der Balliste oder ja, nicht? Ja, ja, er war schon im Schussfeld, aber... Die ja, deswegen habe ich die ja da auch aufgestellt, wenn die hier ankommen. Die Laufroute war ein bisschen komisch. Ja, ja, aber nicht. Das wusste ich, dass die so komisch laufen, deswegen steht die Harpune ja da. Achso, ich dachte, die war noch für die Weavern. Nee, nee, die steht da, weil da Gegner langlaufen. Übrigens, der Ogre hat es 2 Meter aus seinem Spawn rausgeschafft. Das ist schön, dass wir dem Ogre wenigstens eine Chance gegeben haben. Ja. Hm. Oh, ich bin voll. Mit Mana? Ja. Okay. Kannst ja also die ganzen Truhen nehmen. Hm. Dann kümmere ich mich um den Boss und du kümmerst dich darum, dass wir dass die Verteidigung hält, oder? Hm. Du kannst ja schon mal Harpunen. Wobei macht das jetzt Sinn? Jetzt schon die Nein, nein, die werden nicht. Bloß in der Flanke angegriffen dann. Ja, 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 genau. So, Frage ist jetzt, stelle ich noch ein paar Harpunen auf oder lasse ich es bleiben? Lass es bleiben. Sollte reichen. Ich könnte natürlich hier oben noch zur Sicherheit 2 aufstellen. Ich glaube, das mache ich auch einfach. Falls sie doch irgendwie durchkommen, dann... Nachher im Falls Trubel... sie irgendwie durchkommen, habe ich ja schon meine Verteidigung aufgebaut. Ja, die zeigt aber nicht in meine Richtung. Nachher im Trubel haben Hast wir vielleicht... Hast du da durchs Zentrum oder was meinst du? Naja, da wo mein Kristall ist. Hm. Das Problem ist, nachher im Trubel haben wir jetzt nicht unbedingt die Zeit, da noch groß zu variieren. So, die eine Flanke habe ich gesichert für den Boss. Hast du nicht gesagt, da kommen Feinde lang? Ja, ja, aber schau dir einfach an, wie ich die Ballisten aufgestellt habe. Ja, ich sehe es schon.